Okay. Das klingt sehr vertrauenserweckend. Den nehmen wir nicht mit, okay. So, wir haben einen Schlüssel und ein Rasiermesser. Wir gehen einfach mal zur Tür. Die Tür ist verschlossen. Ich sollte etwas anderes versuchen. Ja, zum Beispiel den Schlüssel. Das Amulett hat zwar die Form Achso. eines Schlüssels, zum Aufschließen eines normalen Schlosses ist es aber nicht geeignet. Ah ja. Das Amulett sieht fast wie ein Schlüssel aus. Was hat denn hier. Wo haben wir denn hier noch was Schlossmäßiges? Das Rasiermesser ist extrem scharf. Außerdem lässt es sich einklappen wie ein Messer. War hier noch irgendwas verschlossen? Tasche. Ah. In der Tasche sind von der Feuchtigkeit zerfressene Dokumente. Eine Wäscheleine. Die Wäscheleine führt hinter die Wand und ist mit einem Balken verknotet. Durchschneiden? Ich möchte das Seil nicht kaputt machen. Es würde reichen, den Knoten zu öffnen. Ich schneide mir nur in die Finger. Warum tut denn das Mädchen? Schneide doch nicht in die Finger. Sehr vertrauenerweckend sieht diese Konstruktion nicht aus. Eine Holzwand mit einem Astloch? Das passt da nicht. Warum passt das da nicht? Ich schneide mir nur in die Finger. Ja, alles irgendwo reinstecken. Damit kann ich mir Gegenstände genauer ansehen. Nein. Nein. Ja, wieder da. Hoffe ich. Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis jemand die Tür von der anderen Seite öffnet. Ja, ich komme schon allein zurecht. Ja, das ist offensichtlich. Die haben sich echt lieb. Ja, muss doch irgendwas geben. Irgendwas übersehe ich. Schauen wir mal. Oh. Bullaugen. Eine Reihe kleiner Bullaugen. Es fällt kaum Licht herein. Ah, es gibt einen Bücherhaufen und es gibt Bücher im Regal. Seltsam. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vielleicht ist hinter den Büchern etwas. Natürlich. Nehme ich sie weg. Tatsächlich. Hinter den Büchern befindet sich ein Lüftungsgitter. Das Lüftungsgitter ist fest verschraubt. Ich würde mir mit dem Rasiermesser wohl eher in die Finger schneiden, als damit das Lüftungsgitter aufzuschrauben. Das passt da nicht. Gut, das heißt, wir brauchen noch irgendwas wie einen Schraubenzieher. Ja, sehr schön. Bitte, bitte, Bücher im Regal, das ist alles wurscht. Was übersehe ich? Ja, da ist auch noch eine Schublade. Willst du mich veräpfeln? Das ist ja gar keine Schublade mehr. Also hier übersehe ich mal nichts. Nasse Zeitungen. Was bringen die? Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Laches do Pico. Na, das ist schlecht. Also eigentlich habe ich hier schon alles angeklickt, was man anklicken kann. Mit ihm reden bringt er nichts. Ich schneide mir nur in die Finger. Ich schneide mir nur in die Finger. Ihn umbringen? Der Drei-Tage-Bart steht ihm. Schade. Ich schneide mir nur in die Finger. 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 So komme ich nicht weiter. Die Tür ist verschlossen. Ich hänge ja schon am Anfang. Ah Gott, ich werde ihr das eh schon alle gesehen, was wir machen müssten. Und ich bin einfach blind. Ah, hier ist noch eine Notiz. Erst raubt mir dieser Doktor den letzten Nerv wegen seines Tagebuchs und nun ist auch noch meine Taschenuhr verschwunden. Wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, Volkert hat sie sich unter den Nagel gerissen. Naja, böser Volkert. Da herrscht schlechte Stimmung an Bord. Alt und dreckig.
Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Ah, wo gehst du denn hin, Mädchen? Löse den Knoten. Das Seil führt hinter die Wand. Na dann, mach den Knoten. Naja, da ist der Knoten, natürlich. Ich kann den Knoten nicht mit bloßen Händen lösen. Ach, nicht? Na dann. Das würde gehen, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Nein. Dann probiere ich das mal aus. Wir machen das. Das klang nach einem Geldsack. Alter. Wie hast du das angestellt? So laut. Lass mal sehen. Der Fuchs hat sich eine geheime Kammer gezimmert. Und dahinter ist... Was ist das eigentlich? Vielleicht lässt sich hier etwas finden, um die Tür aufzubekommen. Die Rohre führen in den Boden hinein. Vermutlich in den Laderaum. Was zur Hölle haben die da unten reingebaut? Vielleicht sollten wir den Kerlen gar nicht erst über den Weg laufen. Bist du immer so negativ? Du machst dir anscheinend keine Vorstellung davon, zu was eine Mannschaft alles fähig sein kann, die solche Geheimnisse versteckt. Vor allem, wenn man in diesen Geheimnissen herumschnüffelt. Tja, wo er recht hat, hat er recht. Defekte Gaskartusche. Das defekte Teil muss weg. Die Mauer muss weg. Harpune. Harpune, Matata. Die Harpune ist ganz schön schwer. Hat sie jetzt eingesteckt? Hallo, du steckst mal eben so eine Harpune in dein... ja. Eine Wäscheleine kann man für vieles benutzen. Zum Beispiel, um Wäsche aufzuhängen. Nur so. Gas. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. Mhm. Na dann. Nimm sie. Eine leere und defekte Gaskartusche. Achso, die ist defekt. Okay. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. Da strömt Gas aus der Maschine. Ich sollte besser einen Behälter in die Einlassung stellen. Ja, wo gibt's denn eine nicht kaputte Gaskartusche? Ich habe jetzt ein Seil und ich habe eine Harpune. Das klingt doch nach kombinieren. Jetzt habe ich eine Art Anker. Ja. Wozu auch immer wir jetzt einen Anker brauchen. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Nee? Also ich finde schon. Rohre. Diese alten Rohre sind sehr groß. Die Rückstände auf ihnen lassen darauf schließen, dass sie undicht sind. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Achso, vielleicht können wir jetzt ihre Tasche irgendwie aus dem Wasser holen. Öffnen wir mal ein Fenster. Nichts als Ozean. Schließlich ist das einzige Fenster, was wir aufmachen können. Ich müsste den Anker erst an etwas befestigen, sonst wäre es Verschwendung. Mhm. Und wo können wir den befestigen? Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Hier am Holzbalken befestigen, geht schon. Am Taucherhelm befestigen. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Auch nicht. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Ja, wofür ist er denn geeignet, Madame? Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Ich will ihn ja nur irgendwo befestigen, Mädchen. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Nichts als Ozean. Können wir ihn an uns selbst befestigen? Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Lajes do Pico. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Wofür ist er denn dann geeignet? Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet.
Kann man an der Tür befestigen, um die Tür aufzuziehen. Der Anker ist an der Tür befestigt. Sag mal, was machst du da überhaupt? Ich versuche, hier rauszukommen. Interessanter Versuch. Seefahrt schlägt dir wohl auf den Magen. Wart's nur ab. Ah ja. Ich sollte etwas anderes versuchen. So komme ich nicht weiter. Ah ja, Anker an der Tür haben wir jetzt im Inventar. Und jetzt schießt man aus dem Fenster. Also das ist ja wohl die blödeste Idee, die ich jemals... Oh. Hättest du mir einfach geholfen, das Schloss aufzubrechen, wäre das erheblich schneller gegangen. Bitchfight. Na komm, da nach hinten. Und die Tür öffnen. Geschafft. Die Tür ist offen. Suchen wir den Kapitän. Moment noch. Was ist denn? Ich habe das Logbuch noch nicht ganz gelesen. Und hier liegen noch einige Papiere rum. Du meinst, du hast noch nicht genug Beute gemacht? Ist das vielleicht dein Problem? Mir reicht's. Ich gehe. Das tust du nicht. Du bleibst hier. Lass mich los! Vorsicht! Au. Der ist wohl kaputt. Ja, komm, räum halt Lex! Die Kissen runter. Das wollte ich nicht. Ich kann nicht atmen. Meine Rippen. Ich glaube, es sind welche gebrochen. Du blutest. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Du brauchst dringend Hilfe. Ja. Jetzt wäre es wohl wirklich an der Zeit, den Kapitän zu suchen. Ich... Oh mein Gott, Lex. Bleib bei mir. Nicht einschlafen. Ich glaube, mich hat es wirklich schlimm erwischt. Vielleicht gehe ich drauf. So schlimm ist es schon nicht. Ich werde dir helfen. Die Kisten. Du musst sie irgendwie von mir runterbekommen. Gut, vielleicht kann ich sie ja einfach runterheben. Ach, beeil dich, verdammt! Natürlich. Schlaf nicht ein. Ich werde es einfach mal versuchen. Ich werde mich bemühen. Ein Klick auf das Aufgabesymbol am unteren linken Bildschirmrand zeigt, welche Aufgabe gerade gelöst werden müssen. Ja, ist eh klar. Holzkitten, komm. Au! Oh, verdammt, was machst du da? Entschuldige. Ich wollte die Kisten anheben, aber sie sind zu schwer für mich. Oh, und der Versuch, sie von mir runterzuschieben, war nicht sehr hilfreich, verdammt. Verdammt nochmal. Vielleicht kannst du sie irgendwie leichter machen. Au! Oh, verdammt, was machst du da? Entschuldige, ich wollte die Kisten anheben, aber sie sind zu schwer für mich. Oh, und der Versuch, sie von mir runterzuschieben, war nicht sehr hilfreich, verdammt. Na toll. Verdammt nochmal. Vielleicht kannst du sie irgendwie leichter machen. Jetzt bringen wir den Typen auch noch rum. Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Verschluss. Ich habe den Verschluss geöffnet. Es ist eine Menge Pfeffer auf den Boden gerieselt. Du hast es geschafft. Oder aber auch Zeit. Ich glaube, ich habe mir nichts gebrochen. Dein Bein, es blutet. Wir müssen unbedingt die Blutung stoppen. Warte. Wir sollten die Wunde desinfizieren, bevor wir sie verbinden. Ich werde mich mal nach Desinfektionsmittel und Verbandszeug umschauen. Ja, und wo? Aha. Dann suchen wir mal die Krankenstation. Hallo? Ist da jemand? Nee, ich will mal nicht hoffen, dass da jemand ist. Vielleicht schlafen schon alle. Anna, hörst du mich? Ja, ich bin hier. Hast du schon jemanden gesehen? Nein, ich habe doch noch kaum einen Schritt aus der Kapitänskajüte gemacht. Außerdem sieht es hier nicht gerade gesellig aus. Hui. Wir können die Gaskartuschen mitnehmen. Das nehme ich mal mit. Hier können die Gaskartuschen eingesetzt werden, um die Lampen mit Gas zu versorgen. Das machen wir als erstes. So dunkel wie es ist, da sehen wir ja nichts. Und es ist viel gruseliger. Komm, lauf, Mädchen. Und?
Was hast du entdeckt? Nichts. Da draußen ist es stockfinster. Ich muss irgendwie für Licht sorgen. Und die Besatzung? Irgendjemand in der Nähe? Zumindest nicht auf diesem Deck. Wie geht es deiner Verletzung? Ich fühle mich schwach. Das Blut läuft immer noch. Warte, ich nehme einfach die Decke von da hinten oder einen Lumpen von der Wäscheleine. Oh, Igitt, so eilig ist es dann auch wieder nicht. Vielleicht findest du Stoff, der etwas sauberer ist. Oder richtiges Verbandszeug. Ja. Na gut, ich suche noch ein wenig. Aber bevor du die Besinnung verlierst, wirst du mit schmutzigem Stoff vorlieb nehmen müssen. Du findest sicher gutes Verbandsmaterial. Und zur Not wäre ich auch mit deiner Bluse einverstanden. Wie charmant. Ja, vielleicht das komische Drum, was sie um den Hals gewickelt hat. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. So müsste es funktionieren. Das ist nicht gut. Was machst du da? Du bringst uns doch beide um. Ich weiß es auch nicht. Die Maschine ist einfach angesprungen. Maschine? Das hört sich für mich eher an wie der Atem einer Bestie. Irgendwo tief im Schiffsbauch. Ich konnte ja nicht ahnen, dass so etwas passieren würde. Naja, bis auf dieses neue Geräusch hat sich nichts getan. Immerhin. Zwei sinkende Schiffe wären auch zu viel für mich an einem Tag. Gefüllte Gaskartusche. Nehmen wir mit. Die volle Kartusche ist bestimmt hilfreich. Wir treten wieder auf den Korridor. Jetzt müssten die Leitungen mit Gas versorgt werden und das Licht wieder strahlen. Lichtschalter. Wir werden beobachtet. Ich fühle mich beobachtet. Dabei sieht hier alles so verlassen aus. Okay, es ist schon ein wenig beklemmt. Ein wenig beklemmt. Bodenluke. Ich krieg sie nicht auf. Oh, wir kriegen sie auf. Die Muskete muss immer gereinigt zurückgebracht werden. Pulverreste im Lauf sind nicht akzeptabel. Die Munition befindet sich in meinem Quartier. Captain Marquez. Ja. Rettungsring. Jetzt bin ich bereits an Bord und brauche ihn nicht mehr. Das ist richtig. Außenluke. Wollen wir die denn wirklich öffnen? Notizzettel. Werte Herren, mit der Privatsphäre wird es auf diesem Schiff offenbar nicht sehr genau genommen. Ich habe Ihren Kapitän davon in Kenntnis setzen müssen, dass einer von Ihnen in meine Kabine eingedrungen ist und mein Tagebuch entwendet hat. Mehr noch, in einem Akt von perfidem Vandalismus hat der Täter das Tagebuch auch noch zerrissen und in alle Winde verteilt. Ich hoffe, Sie amüsieren sich köstlich über Ihren Scherz, aber glauben Sie nicht, dass ich noch einmal meine Hilfe anbieten werde, wenn es zu einem Unfall kommt. Dr. Eduardo Juarez. Ha. Es ist natürlich blöd, den Arzt zu verärgern. Sollte man nicht tun. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Gut, zum Glück sind alle Türen verschlossen. Da haben wir kein Problem zu wissen, wo wir hin müssen. Oh, eine nicht verschlossene Tür. Mit einer Uhr. Eine sehr seltsame. Was haben wir denn da? Motorblockkette. Ich frage mich, was so ein Maschinenteil auf einem Segelschiff zu suchen hat. Tja. Du löst deine die Kette, das ist nicht sehr klug. Zahnrad. Vielleicht kann ich das Zahnrad irgendwo einsetzen. Höchstwahrscheinlich. Metallregal. Ein großes Regal voller Metallschrott. Na, Schrott würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Leder. Aus Leder kann man viele Dinge herstellen. Na?
Sieht aus, als wäre darin nur Abfall. Ein Brief. Mein Volkert, nie schreibst du deiner alten Mutter. Erreichen dich meine Briefe etwa nicht? Ich mache mir Sorgen. Hast du denn nun mitverfolgt, was mit dem Bein deines Vaters geschehen ist? Oder weißt du davon noch überhaupt nichts? Ich werde nun nicht alles noch einmal aufzählen. Melde dich bei mir. Ich will dich nicht auch noch verlieren wie dein Bruder. Meine Schilderung seines Unfalls hat dich aber erreicht? Alles Liebe, deine Mutter. Na bumm. Schraubentier. Ja, wir haben ein Schraubentier. Werkzeuge sind hilfreich. Schranktür. Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Hier gibt es nichts zum Auf- oder Zuschrauben. Natürlich nicht. Tor zur Hölle. Da ist eine kleine Tür. Sie ist verschlossen. Die Verzierungen sehen aus, als stellten sie die Hölle dar. Uhrwerk. Ein riesiges Uhrwerk. Sieht aus, als hätte es der Bewohner dieses Raumes aus alten Teilen selbst gebaut. Als könnte man das da einbauen. Na, dann halt nicht. Ein riesiges Uhrwerk. Ein großes Ziffernblatt. Der Mechaniker scheint es eigenhändig zusammengesetzt zu haben. Das Metallrohr vibriert und ist warm. Wozu es wohl dient auf einem Segelschiff wie diesem? Ja, kurbeln wir einfach mal. Es passiert nichts. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Ja, irgendwo müssen wir das Dingsrad einsetzen. Ich frage mich, was so ein Maschinenteil auf einem Segelschiff zu suchen hat. Okay, hier sind wir fertig. Wir haben eine Glocke. Die Klingel löst wahrscheinlich schiffsweit Alarm aus. Na dann, läute die Glocke. Wir wollen doch Leute finden. Weiß ich da irgend nichts? Naja. Tagebuchseite. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Dieses Schiff war das einzige, das für eine kurzfristige Überfahrt in Frage kam. Aber mit Fiona wird es immer schlimmer. Dann muss ich mich eben mit dieser seltsamen Crew herumschlagen. Immerhin scheint Captain Marquez ein vernünftiger Mensch zu sein. Stoisch zwar, aber offenbar vertrauenswürdig. Ich werde Fiona trotzdem nicht zu den anderen herauslassen. Da fällt mir ein, ich muss ihr dringend wieder etwas einflößen. Oh Gott, wir haben eine Fiona an Bord. Dahinter ist eine Öffnung. Ich frage mich, wozu sie wohl gut ist. Der Schacht führt nach unten in einen anderen Raum des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Mhm. Gruselig. Wollen wir nicht. Die Tür ist offen. Jetzt nicht mehr. War das nur der Wind? Ja, das war nur der Wind. In die Messe. Okay. Gott, das Spiel hat schon einen gewissen Flair. Hallo? Ist hier jemand? Ich habe Schiffbruch erlitten und bräuchte Hilfe. Hallo? Hör auf zu schreien, Mädel. Das wäre glatter Selbstmord, wenn ich hier nach unten klettern würde. Ja, eventuell. Angelrute. Damit kann ich etwas angeln. Ja, das ist richtig. Angel dir doch einen Freund damit. Das Bullauge zeigt anscheinend zum Bug des Schiffes. Es ist aber viel zu klein, um dadurch zu entkommen, da es mit Schrauben gesichert ist, die völlig festgefressen sind. Schrauben? Hier gibt es nichts zum Auf- oder Zuschrauben. Nein, dann halt nicht. Kajüte. Oh Gott. Alter. Oh, Herzinfarkt. Ich sollte vorsichtiger sein.
Ja, Mädel, solltest du tatsächlich. Ui. Oh Gott, Schweißausbruch. Ein Auge. Ein Klick auf das Auge am unteren linken Bildschirm markiert interessante Objekte auf dem Bildschirm. Gut, gut, gut.